Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Forge Morning Tutorial. Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit unserem GUI-Screen und heute machen wir einen eigenen Button, beziehungsweise zwei, denn den einen werde ich noch für ein nächstes Video brauchen und ja, das ist recht praktisch, weil wir den dann schon haben. Gut, GUI-Buttons sind solche Buttons wie im Hauptmenü, wo man draufklicken kann und dann passiert halt irgendwas. Das ist relativ einfach, irgendwie sowas zu machen und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Als erstes müssen wir erstmal einen Button irgendwie hinzufügen. Was machen wir in unserer initGUI-Methode? Gehen wir einfach mal hier rein und dann machen wir buttonList, also beziehungsweise this.buttonList.add. Da können wir ein Object adden und das ist ein neuer Button, ein new GUI-Button. Nehmen wir einfach, was nehmen wir denn? Ja, das untere nehmen wir. Und dann geben wir eine Button-ID an, die geben wir jetzt einfach mal 0 an. Also ist 0 unsere Button-ID, beziehungsweise machen wir nicht, wir machen schlauer, wir machen einfach hier einen Integer. Private Int, und den nennen wir jetzt zum Beispiel Button Int. Okay, das ist doof. Wir machen nämlich einen Close-Button. Close-Button. Da müssen wir einen Wert natürlich noch zuweisen. Close-Button ist gleich 1 oder 0. Machen wir nicht über 0. Dann kommt hier natürlich Close-Button rein. Gut. X und Y, das sind die Koordinaten, wo unser Button dann anfängt. Und da müssen wir jetzt irgendwelche Werte angeben. Was machen wir denn da? Da machen wir... machen wir wieder Width durch 2. Width durch 2. Dann sind wir wieder mittig. Und dann... Obwohl... Ja. Ich bin gerade so ganz am Überlegen, wie wir das am besten machen. Oder wir... Nein. Nein, wir machen einfach Width. Wir machen Width minus 20. Und High minus High. Da werdet ihr euch jetzt wundern, was das hier soll. Aber ich werde hier ist ein viereckiger Button. Also wird er 20x20 sein und der Button-Text wird ein X sein. Denn das ist ein Close-Button, mit dem man das Close und der ist ganz rechts oben in der Ecke. Das machen wir with, ist ja die ganze Weite und da der Button 20 Pixel groß ist, muss man davon 20 Pixel abziehen, sonst ist er außerhalb des Sichtbaren. High minus High. Okay, das hört sich bescheuert an. Also die Höhe minus die Höhe sind einfach Höhe ganz unten, minus das, die Höhe da, ist halt wieder ganz oben. Also so muss man sich das vorstellen. Man könnte da jetzt auch einfach 0 eintragen, aber wir rechnen lieber mal ein bisschen rum. Bisschen sinnlos, aber gut. Dann 20 ist halt einfach die Größe und X ist das, was draufstehen soll auf dem Button. Gut, dann haben wir schon einen Button geaddet. Gut, was bringt der? Nichts. Der ist jetzt zwar wahrscheinlich schon im Bild, aber damit können wir noch nichts anfangen. Wir müssen jetzt in unsere Action-Performed-Methode gehen und hier ist ja ein GUI-Button, hier wird ein GUI-Button übergeben. Deshalb müssen wir einen Switch-Case-Block machen, Switch, und dann Button.id, also dann kommt es darauf an, welche ID der Button hat und dann können wir bestimmte Sachen rauslesen. Wenn der Catch, wenn der jetzt 0 hat, zum Beispiel, dann soll this.mc.theplayer.closeScreen. Dann wird einfach das GUI geschlossen. Da müssen wir noch einen Break reinmachen. Und dann brauchen wir noch ein Default. Da muss auch noch ein Break rein. Gut, jetzt meckert er noch irgendwie rum, warum auch immer. Das werden wir gleich wohl haben. Was sagt er denn uns da? Syntax Token. Jo. Ich schreibe immer Catch statt Case. Also natürlich Case, wenn ich es davor falsch gesagt habe. Entschuldigung nochmal, aber ich weiß nicht. Bin gerade ein bisschen verpeilt. Also hier müssen wir einfach dann die ID angeben und dann wird halt, das hier bekommen. Gut. Dann, wenn die Button-ID 0 ist, dann wird das GUI-Screen halt geschlossen. Das haben wir hier festgelegt. Also ist dieser eine Button zum Schließen des GUI-Screens da. So, natürlich müssen wir dann auch noch die neue Variable für unseren neuen Button hinzufügen.
Also private, okay, ich wollte richtig schreiben. Private int, nennen wir das einfach, ja, Test oder Action Button, machen wir es einfach Action. Obwohl die beide eine Action ausführen, aber egal. Dann müssen wir natürlich den auch noch einen Wert zuweisen. Action Button ist gleich in dem Fall einfach mal 1. Dann müssen wir natürlich einen neuen Button hinzufügen. Da machen wir zum Beispiel this dot, also müssen wir this dot button, this dot add, new UI Button. Dann, ja, jetzt müssen wir uns überlegen. Also erstmal braucht der halt unser ID. Action Button. Dann, wo der sein soll. Ja, dazu die Frage. Also ich würde erstmal sagen, machen wir erstmal einen Text. Und der Text auf dem Button, der draufstehen soll, ist jetzt einfach mal Klick mich. So. Dann, was machen wir? Ja, das ist jetzt nur die Frage. Also Y ist die Höhe. Okay, nicht Y, sondern halt die Höhe. Das haben wir jetzt die falsche Methode eigentlich uns geholt, aber egal. Auf jeden Fall machen wir die 20 Pixel zum Beispiel mal hoch. Dann, wie breit soll der sein? Machen wir einfach mal, jetzt einmal so aus dem Gefühl, machen wir den 64 Pixel groß. Denn unser GUI sollte ja, wie groß haben wir das gemacht? Ich glaube, 256, ja. Dann ist 64, ja, okay. Ich kann gerade nicht rechnen, weil, nee. Ach egal, wir werden es dann einfach austesten. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Die Höhe ist jetzt eigentlich egal. Das machen wir jetzt einfach mal zum Beispiel. Was machen wir? Ha. 50? Okay. 64? Nee. 50. Machen wir mal 50 und das machen wir with durch 2 und dann minus 32. Dann sollte es eigentlich mittig sein. Ich hoffe jetzt einfach mal so. Also da muss man halt ein bisschen austesten und rechnen. Also, ja. Irgendwie, wenn ich aufnehme, dann kann ich das nicht. Ich weiß nicht, wenn ich nicht aufnehme, dann komme ich da irgendwie viel schneller drauf. Wahrscheinlich der Vorführeffekt. Gut, ist halt leider so. Ich habe jetzt auch nicht so mega viel vorbereitet, weil ja, irgendwie meistens nehme ich einfach so ein Video auf und denke mir so, YOLO, geh einfach rein, hab's so aufgeschrieben, wie es geht und dann empfinde ich noch solche neuen Sachen, wie zum Beispiel den Counter im letzten Video. Habe ich auch einfach so gemacht. Habe ich vorher nicht ausprobiert oder so. Und sonst, wenn es dann nicht funktioniert, schneide ich es halt raus oder so oder nehme das Video halt nochmal auf, wenn es richtig scheiße war. Aber meistens ist das ja so, dass es hinnehmbar ist oder relativ witzig sogar noch ist und dann lasse ich es natürlich drin. Gut. Und dann, ja, machen wir hier noch Case. Case 1, Doppelpunkt. Und in dem Fall verändern wir einfach mal unsere Hallo Welt, unseren Hallo Welt String, weil eigentlich nehmen wir das dann noch für was anderes her, aber das ist noch nicht da, was wir dann machen. Oder beziehungsweise was dann passieren soll, deshalb können wir das dafür noch nicht verwenden. Und dann nehmen wir einfach Hallo Welt und da schreiben wir jetzt rein. Da ist schon der Hallo Welt davor drin, glaube ich. Wenn man es definiert, ja. Da schreiben wir jetzt rein. Machen wir einfach. Du hast Hallo Welt aktiviert. Oh, okay, das ist noch bescheuerter als davor, egal. Dann steht halt jetzt da irgendein richtiger Scheiß drin, muss ich sagen. Aber gut, wer kennt keinen Scheiß in meinen Videos? Viel Spaß. Auf jeden Fall, ja, das war's dann, weil mehr müssen wir nicht machen. Also für jeden neuen Button einfach hier irgendwie eine ID anlegen. Kann man natürlich auch gleich hier reinschreiben, ist das nicht ganz so wichtig. Ob man das jetzt hier einspeichert, ich mache es eigentlich immer in Variablen, aber ist nicht allzu wichtig. Und dann halt hier einfach einen neuen GUI-Button anlegen. Und ja, da muss man halt hier noch die richtigen Sachen rausfinden. Und dann halt hier in der Action-Performed-Methode muss man halt schauen, was der machen soll. Also zum Beispiel einfach mal den Screen closen oder Hallo Welt aktivieren. Also man kann, ihr seht hier, man kann alles mit dem Spieler machen, man kann auch noch einiges anderes machen. Aber das könnt ihr ja dann selbst austesten. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal Minecraft. So, wir sind nun in Minecraft und können mal unseren Block hinsetzen, öffnen und jetzt sehen wir, ist wieder der Counter da. Hier ist dieser X-Button ganz rechts. Draufklicken, schließe ich unser GUI einfach. Also kannst du auch nochmal demonstrieren, wenn wir jetzt in der Luft zum Beispiel sind und dann draufklicken, dann hängen wir so also in der Luft und wir schließen. Also es ist wirklich geschlossen, nicht, dass da einfach ein durchsichtiger GUI-Screen ist. Ihr seht ja auch, ich kann wieder rumlaufen, anstatt wenn ich da drin bin. Klick mich, dann. Okay, das haben wir ziemlich gut gemacht, denn wir haben unseren GUI-Button genau da drüber gelegt. Aber wir können das dann nochmal schnell umändern. Machen wir jetzt einfach die Höhe mal auf 100.
Dann sollte der eigentlich ziemlich woanders sein. Dann ist er da. Also wir sehen, hier ist Hallo Welt aktiviert. Das ist natürlich jetzt nicht mehr richtig. Das müsste man halt dann noch anders formatieren. Also immer mittig schreiben. Ja, oder beziehungsweise dann einfach dieses Format anders machen. Also ihr seht, ist das jetzt nicht so geil geworden. Oder einfach rechtsbündig machen, sieht es besser aus, als wenn es so mittig anfängt. Auf jeden Fall sehen wir jetzt, können wir unser GUI hier Klick mich so machen und können das auch closen. Gut, das war's dann auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen schöne Buttons. Ja, ja. Yeah. Und ja, dann sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Bis dahin und ja, ciao.